Wenn ein normaler AMG zu langweilig ist, dann rufen wir den Blacksorcist. Er will dem GT Black Series das letzte Fünkchen Vernunft austreiben. Christian Menzels Lenkradkünste sind dabei unerlässlich. Zucken und Qualmen versprechen mehr als faulen Hokuspokus. Wer den Augenkontakt nicht vermeidet, erstarrt im Bann des Blacksorcist. Auf Basis des Mercedes AMG GT Black Series bauen die Tuning-Profis von Tikt Performance ein Monster, das den Sensenmann bleich werden lässt. Noch mehr Carbon als beim Serienmodell und noch mehr Aerodynamik. Dunkle Mächte umhüllen diese Fahrmaschine, die auch leistungstechnisch halten wird, was die Optik verspricht. Ich bin ja ein ganz bescheidener Typ. Mir reichen ja 60 PS, um vorwärts zu kommen. Was soll ich denn damit? Das ist alles zu schnell für mich. Das kriege ich nicht auf die Kette. Wir gucken mal. Ich muss aber dazu sagen, wenn du viel Downforce hast, viel Abtrieb hast, kannst du auch eigentlich meistens relativ problemlos viel Leistung fahren. Das klappt, das kann man gut miteinander harmonieren, verbinden. Und da bin ich ganz optimistisch. In diesem Fall heißt viel Leistung 830 PS. Zudem fallen maximal 900 Newtonmeter über die Hinterräder her. Die Reifen müssen tapfer sein. Es ist kalt. Eine gewisse Temperatur könnte uns helfen, Performance zu finden. Aber wenn es dann, sagen wir mal, zu kalt ist, diese Reifen, die wir da auf dem Auto sehen, die brauchen auch eine gewisse Betriebstemperatur, damit sie gut funktionieren. Und ob der Reifen dann in sein Temperatur- und Arbeitsfenster hineinkommt, das ist dann ein Fragezeichen. Das werden wir dann beantworten, wenn wir dann versuchen, schnell zu fahren. Im Auto fällt unserem Beschwörer ein bekanntes Utensil vom Cheftuner Tomislav Bodrožič auf. Christian weiß, was vor dem Exorzismus zu tun ist. Ja, der hat immer hier seine Brillen drin, der Tomislav. Pass auf, jetzt hat er wieder eine neue. Die müssen wir mal aufsetzen. Im Vergleich zum braven GT Black Series erhält dieser hier ein Plus von 100 PS und 100 Newtonmeter. Und so fühlt sich das an. Verrückt. Der hat mir schon 254 Grad, mal eben gerade. Zack, bumm. Deutlich mehr als 300 km/h Höchstgeschwindigkeit klingen plausibel. Kaum vorstellbar, dass das Serienmodell leistungstechnisch das Nachsehen hat. Gut, ist schon länger her, wo wir den Black Series da hatten. Ne? Aber ich habe den Eindruck, ja, der marschiert noch mal besser. Der geht so richtig so oben raus und egal wann, wo, wie, da ist immer die Kraft da. So, Achtung, Gas. Doch, oben raus schreit er nochmal richtig. Der beißt, der Motor. Bist du irre? Es qualmt. Motor, Fahrwerk, Assistenzsysteme sind scharf. Und der GT erhebt seine kraftvolle Stimme. Viele vermissen ja hier dieses typische V8-Brüllen. Der Motor hat ja eine andere Kurbelwelle, eine andere Zündfolge. Und somit hört er sich eigentlich an wie ein, wie ein Vierzylinder oder so, ne? Mit Turboaufladung oder sowas. Aber der hört sich geil an. Der hört sich jetzt richtig gut an. Vor allem, wenn du jetzt hier zurückschaltest, dieses Bröckeln. Herrlich, oder? Hä? Das ist ein echtes Bröckeln und nicht irgend so eine Reinfurz-Scheiße hier über ja, akustisch oder so. Das ist echt. Wenn er will, dann nebelt der Blacksorcist allerdings alles ein. Ohne Regelsysteme haben die Hinterräder Probleme. Gequant den Spiegel. Guck.
ganz klar. Ich meine, hey, wenn da über 800 PS hinten reißen, das muss quer kommen, das geht nicht anders. Aber die Achse ist generell mal gut. So würden auch die Reifen sehr schnell zu heiß werden. Und dann, ja, dann beginnt dieser Teufelskreis. Deswegen ist so eine TC, wenn du sie hast, schon eine gute Sache. Aktuell gebührt Platz 2 dem Black Series. Die Spitze liegt eng beisammen. Kann der Blexorzist sich da noch reinquetschen? Mit einem neuen Reifensatz schießt der Tikt GT los. Vor Kurve 1 zählt er mit mehr als 190 km/h zu den schnellsten bei Fastlap. Das Serienmodell muss zurückstecken. Selten fliegen Kurven so schnell auf Christian Menzel zu. Im nächsten Abschnitt ist volle Hingabe gefragt, um den Blexorzist zu bändigen. Der kühle Eifeler Asphalt und die Michelin Semislicks scheinen nicht richtig warm werden zu wollen. Kommt der Highspeed-Sektor. Hier muss der Teufel wirklich rennen, um dem umgebauten Black Series zu entkommen. Nur zwei Autos waren bislang am Ende der Geraden schneller. Auf dem Weg zum Ziel bleibt offen. Kann der Blexorzist seinen braven Bruder schlagen? Vielleicht ist sogar die Fastlap-Krone in Gefahr? Platz 4 für den Monsterjäger von Tikt Performance. Unter optimalen Wetterbedingungen wäre mit den Semislicks vielleicht noch mehr drin gewesen. Also das geht ab wie die Feuerwehr, ist ganz klar. Also wenn da jetzt so ein Speed-Junkie oder so, der sagt, geradeaus ist meine Welt, dann ist er mit dem Apparat richtig gut bedient. Und parallel ist er auch in den Kurven gut bedient, weil der, wenn alles passt, der war ja auch heute gut, aber das i-Tüpfelchen fehlt, ne, weil einfach die Bedingungen nicht da waren. Das ist eigentlich schon cool, dass so das Auto beides sehr gut kann. Es kann Performance quer, aber auch längs. Ja. Jetzt haben wir 100 PS mehr gegenüber dem normalen Black Series, das merkst du auch. Und dann musst du versuchen, diese Kraft auf die Straße zu bringen. Und dafür hat es einfach nicht gereicht. Wir kriegen nicht genug Temperatur rein. Und das war eigentlich in jedem Moment zu spüren, dass ich gemerkt habe, Mist, es klappt einfach nicht. Ne? Und wenn so ein Reifen neu ist, dann du fährst raus, dann hast du eigentlich so ein, zwei Runden, wo er diesen Peak, nennen wir das im Motorsport, diesen Effekt des neuen Reifens nutzen kannst. Nur wir kriegen ihn gar nicht zum Nutzen, weil wir gar nicht ins Temperaturfenster kommen. Und so eiern wir immer ein Stück hinter den Möglichkeiten her. Der Blexorzismus ist vorbei. Der getunte Mercedes-AMG GT Black Series hat viele Teufel vertrieben und seinem Namen alle Ehre gemacht. Nur einer bleibt der Allermächtigste in Mendig, der Eifeler Wettergott. Er muss einem wohlgesonnen sein, wenn es um die Spitze bei Fastlap geht.